Auch aus einem Wolkenbruch kann man etwas lernen. Um nicht nass zu werden, mag man bei einem plötzlichen Schauer versuchen, die Straße entlang zu eilen. Doch selbst wenn man versucht, von einem Dachvorsprung zum nächsten zu laufen, wird man dennoch nass. Findet man sich jedoch von Anfang an damit ab, wird man nicht überrascht, auch wenn man ebenso durchnässt wird. Diese Erkenntnis gilt für alle Dinge. Ich erzähl dir mal was, Bruder. Hör mal zu. Von einem Jungen aus dem Dorf. Er zog in die Stadt, hat viel erlebt in Bad Kreuznach. Ja, Mann. Zwischen Russen, Albanern, Türken und Zigeunern. Drogen nehmen, was Standard sich betäuben. Der Realität entfliehen, ins Land der Träume. Viele Freunde, yes. Wenig echte. Er war immer da, doch gab es nicht viele, die ihn schätzen. Nö. Er wollte immer nur das Beste. Beste. Auch wenn er zurücksteckte, der Teufelskreis seine Kette. Irgendwann wird er Legende, das war sein Traum. Die Depression naht seit Jahren, er wollte raus. Zu jung, um zu verstehen, doch aus dem Schmerz entstand der Poet. Mama brach sein Herz, weil sie ihn schlägt. Zu viel Promille, Alkohol, das Problem. Das Kind erträgt, doch etwas brach. Er hat den Teufel schon gesehen, in Form seiner Mutter. Ein Albtraum wird wahr, wo war nur Vater? Irgendwie nie da, oder doch nur zu spät. Heute ist es ihm egal, den Wunden heilen. Egal. Sein Panzer undurchdringbar, besiegt wurde der Feind. Besiegt. Heute ist er dankbar, der junge Mann. Auch seinen Eltern, ein Leben lang. Die Familie nicht mehr sein Stamm. Er geht seinen Weg, folgt dem Herzen, neues Lernen. Abschied nehmen, bleibt nicht stehen. Niemals. Wie die meisten. Jeder Vers ist ein Stück seines Geistes. Yes. Unverarbeitete Scheiße, verpackt in Reim. Doch nur durch sie ist er am Schreiben. Ein Ventil für seinesgleichen. Offenlegen auf Papier, um zu heilen. Um zu heilen. Das innere Kind war am Schreien, Lachen, Wein. Doch heute ist er gerne allein und dadurch frei. Heute ist er gerne allein und dadurch frei. Und dadurch frei. Heute ist er gerne allein und dadurch frei.